So, hallo und herzlich willkommen zu ja, dem Beta 1.6 Special von Minecraft. Und ich lege gleich los mit dem neuesten Feature, was mich auch am meisten beeindruckt. Und zwar ist das die Karte. Und ich werde euch gerade mal zeigen, wie das geht. Und zwar braucht man zuerst Blätter. Blätter kann man ja machen aus Sugarcanes. Und bekanntlichermaßen geht das ja so. So, ich glaube, 8 Stück brauchen wir, also manchmal gerade mal 9. Die legt man hier in eine, in ein Viereck so und lässt eins frei und macht in die Mitte einen Kompass und schon kommt hier eine Map raus. Diese Map kann man lesen. Und ja, da in der Mitte sind immer wir. Übrigens finde ich das geil, dass man hier so, ne, ihr wisst, was ich meine. Ja, in der Mitte sind wir und die Map generiert sich so, wie wir halt durchlaufen. Wenn wir jetzt hier weiterlaufen, dann irgendwann kommt, also generiert sich die Map, also naja, sie generiert sich ja nicht, die malt sich dann selber, sage ich mal so. Und ihr seht's da, jetzt kommt da, also ich hoffe, ihr seht's, und wird dann halt immer größer. Allerdings habe ich jetzt, so habe ich das verstanden, wenn angenommen dieses Lava-Ding da, das seht ihr. Da ungefähr dieses rote da, wo ich gerade drauf gucke. Also hier, dieses Stichelding da, wie nennt man es? Dieses Spitzere da an diesem Ding, was ich sein soll. Das ist halt die Blickrichtung. Und da, wo ich drauf gucke, das ist ja dieses rote da, dieses Lava-Ding. Und wenn ich jetzt beispielsweise woanders hingehen würde, dann wird das ja immer noch angezeigt. Aber wenn es in der Zwischenzeit, sage ich mal, weg wäre, also abgebaut werden würde, also nicht mehr da wäre, dann wäre das da immer noch eingezeichnet, bis ich das nächste Mal diesen Punkt besuche, dann wird das wieder ja, neu verzeichnet, sage ich mal. Also ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Ja, und ich finde das sehr, sehr geil, ehrlich. Und jetzt kann man einfach mal durch seine Welt laufen und hat immer eine Karte bei sich. Das heißt, man kann sich auch mal seine ja, seinen Standpunkt da merken und weiß halt, wo man zurück muss und so. Und es ist auch noch realistisch gemacht, dass man nicht sofort die ganze Karte hat und bla bla bla. Ihr wisst, was ich meine. So, das nächste Feature. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich in der 1.5 jetzt, in der 1.6 rauskam. Aber ich hab's, während ich nach dem Crafting-Ding, also nach dem Crafting-Zeug für die Karte gesucht habe, habe ich das auch gefunden und ich hab's vorher noch nie gesehen. Oh Gott, jetzt fängt an zu pissen. Ja. In meinem Let's Play hat's noch nie gepisst, weißt du? Jetzt piss. Naja. Jedenfalls habe ich rausgefunden, dass man sich eine Workbench hat, so dass man sich Falltüren bauen kann. Das habe ich so noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wann es kam, aber vielleicht kam es ja jetzt. Ich demonstriere es gerade mal, indem ich mich hier runter grabe. So kann man da draufsetzen. Und hier passiert nichts. Ich denke mal, das kann man auch dann mit Redstone managen. Und wenn ich jetzt da draufklicke, dann geht die halt runter. So denkt man sich, ja, was soll das? Warum soll ich mich selber in eine Falltür schmeißen? Ich denke mal, das ist hauptsächlich für den Multiplayer oder für, ja, um halt irgendwelche Mobs zu fangen. Und ich denke mal, da kann man auch eine Redstone-Verbindung machen. Und, ja, dann kann man das halt auch fernsteuern. Ja, dann lese ich mal vor, was es noch gibt. Alter, warte mal, ich gehe jetzt mal aus dem Spiel raus. So. Und jetzt ist es halt nur was zu lesen, was ich vorlesen kann. Und zwar ist die neueste. Oder eine der neuesten Neuerungen, das ist Schwachsinn, was ich sage, eine neue Neuerung, ich laber Scheiße, ist, dass im Multiplayer jetzt die Netherworld verfügbar ist. Und ja, was gibt's noch? Wenn Spieler in Wänden stecken bleiben, also ihr kennt das vielleicht, wenn irgendwie Sandblöcke auf euch fallen oder so, dann seid ihr ja da drin und könnt nicht mehr raus und sterbt wahrscheinlich. Das ist jetzt so, dass die rausgeslidet werden. Wie nennt man das auf Deutsch? Dass sie halt rausgeschoben werden, so langsam. Und die Booster Tracks, also diese Schienen, die mit diese Booster Schienen, die sind jetzt schneller. Was gibt's denn noch? Es gibt so viel, also ich denke mal, in den Kommentaren werdet ihr wieder ganz schön viele Sachen schreiben, die ich vergessen habe. Aber diesmal sind echt viele, viele Sachen. Neu dazu. Ah, okay, jetzt so Dispenser und so machen Sounds jetzt im Multiplayer. Leute, da gibt's so viele, aber ich wollte euch jedenfalls die Karte vorstellen, auf jeden Fall, weil die sehr wichtig war, finde ich.
Und ja, das war so größtenteils. Das waren so die größten Neuerungen. Ihr könnt, wie gesagt, immer, das macht ihr sowieso, noch andere Neuerungen schreiben. Also könnt ihr mal gerne die Kommentare durchforschen. Und wenn ein guter Beitrag dabei ist, dann könnt ihr mal einen Daumen hoch geben, damit er oben ist. Oder ich schreibe einen Kommi dazu. Ja, ansonsten, also nicht wundern, dass ich hier nur so komisch auf dem Ding bin. Ich lese halt nebenbei auf meinem Desktop. Ja, und ansonsten sind halt ganz, ganz viele Bugfixes. Also sehr, wirklich viele. Ja, aber ansonsten, das waren die größten Neuerungen. Und ja, es gibt jetzt auch 15 neue Songs. Also irgendwelche Tracks, die dann nebenbei laufen, wenn man spielt, wenn man hier die Musik anhat, wie ich nicht. Ja, dann gibt es 15 neue Songs. Ja, das war's erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und für meine Abonnenten muss ich kurz sagen, es kommt bald wieder Minecraft. Ich bin immer noch ziemlich verschnupft, was man gerade nicht hört, weil ich Nasenspray genommen habe. Aber ich werde das da alles nochmal im Let's Play erläutern. Aber es kommt bald wieder was. Ich höre nicht auf oder so. Keine Sorge. Ja, das war's schon. Alles klar, wir sehen uns das nächste Mal. Und ja, bis dann. Ciao.